Die Gleichung lautet hier Sinus Alpha ist minus 0,3 und ich soll es im Gradmaß lösen, möglichst alle Lösungen finden und zur Überlegung den Einheitskreis verwenden und diesmal eben nicht die Sinusfunktion, die könnte ich auch verwenden. Das ist der Einheitskreis, der hier 1, 1, x, y und der Sinus ist, ja ich mache mal so eine Skizze, der Sinus ist immer hier dieses hohe und in dem Fall aber negativ natürlich, also weg damit. Der Sinus ist bei minus 0,3, also der ist hier ungefähr so. Ja? Und den gibt es dann hier nochmal. Und genau, mal irgendwie so. Das heißt, hier um diese Winkel geht's. Der erste Schritt ist immer, erster Schritt, Taschenrechner. Und zwar tippe ich ein, Sinus hoch minus 1 von minus 0,3. Ich habe den Taschenrechner auf Deck. Und dann bekomme ich mal eine Lösung und die lautet minus ungefähr, gerundet, minus 17 Grad. Also der Sinus von minus 17 Grad ist minus 0,3 und wenn ich mir das anschaue, minus 17 Grad, das ist die falsche Richtung, das ist dieser Winkel und der ist hässlich. Das heißt, den will ich bei diesem, jeder Lehrer sieht es vielleicht anders, aber ich will den eigentlich nicht haben. Wenn ich vom Gradmaß rede, dann geht es von 0 Grad bis 360 Grad. Alles andere kann man machen, ist aber hässlich. Das heißt, die Winkel, die ich will, es gibt mehrere Winkel, also der eine Winkel, der geht hier los, der hat ja, wenn es, der hat minus 0,3 und der rote Winkel hat minus 0,3 und der grüne Winkel hat auch minus 0,3. Und den roten Winkel, den nenne ich jetzt Alpha 1, den bekomme ich, indem ich jetzt hier 180 Grad gehe und dann noch die 17 dazu nehme, also 180 Grad plus 17 Grad. Die 17, die mir der Taschenrechner geliefert hat, die ein bisschen hässlich sind, aber die ich gut brauchen kann. Und der nächste Winkel, das ist der grüne Winkel, da laufe ich ja, 360 Grad und wieder 17 zurück. Also Alpha 2, ein bisschen was, nehmen wir mal blau so. Alpha 2 ist 360 Grad, also ungefähr, ist ja alles gerundet, minus 17 Grad. Und dann bekomme ich da also ungefähr 343 Grad und da oben bekomme ich dann die 197 Grad. Und das sind die beiden Lösungen in dem Bereich von 0 Grad bis 360 Grad, diese minus 17 sind jetzt mathematisch nicht falsch, nur hässlich. Und ja, also ich mache es jetzt, wer es noch nicht verstanden hat, dann versuche ich es jetzt nochmal so im Schnelldurchgang. Ja. Einheitskreis, minus 0, also Sinus ist immer quer, also immer muss man immer so hochkant denken beim Sinus. Und minus 0,3 ist eben hier so negativ und ich beginne grundsätzlich die Winkel eigentlich immer hier so in diese Richtung. Das heißt, wenn ich dahin möchte, ja, dann muss ich hier so einmal rundum gehen und es gibt eben beim Sinus noch einen zweiten, der auch diesen Balken hat und der ist da drüben. Und so kommt man dann auf diese zwei Lösungen. Das, ja.